Ja, also na, wenn's, na, dann lassen wir's. Ja, hallo, ich bin der Stefan Kasperger von Open Knowledge Österreich und ich möchte noch ein kurzes Update zu unserem Projekt Offene Wahlen geben. Davor möchte ich mich aber noch, wo sind denn die beiden? Bei den Leuten von Creative Commons bedanken. Ich bin einer der Leute, der tagtäglich mit freien Lizenzen arbeitet. Und ja, es ist super, was ihr da macht und vielen Dank, dass ihr uns das auch ermöglicht, dass wir offenes Wissen nutzen und verbreiten. Genau. Ja, und ich wollte eigentlich nur ganz kurz ein Update geben. Wir haben bei Offene Wahlen, das ist ein Projekt von uns, von der Community getrieben, wo es darum geht, offene Daten und Transparenz im Wahlprozess zu fördern und im Zuge der Wahlrechtsreform auch irgendwie rechtlich zu verankern, wäre unser Traum. Und wir haben jetzt am Dienstag unseren ersten Webcast. Also wenn ihr auf offenewahlen.at schaut, findet ihr auch dann nähere Infos dazu. Wir haben einen Webcast, wenn euch das Projekt interessiert, wenn ihr mitmachen wollt oder einfach mal Fragen habt an uns oder Ideen, Feedback geben wollt, schaut vorbei. Das ist unser erster Webcast von Open Knowledge überhaupt. Also es wird sicher ganz lustig werden. Und wir haben dann auch am 19. November hier im MetaLab einen Hackathon zu offenen Wahlen. Das ist dann 2 Wochen vor der Wahl, wo viele Leute aus der Wissenschaft dabei sein werden, auch ein paar von den Medien, wo wir rund um Wahlen hacken wollen, etwas basteln wollen. Wir haben 3D-Drucker hier, sicher spannende Leute und da wollte ich euch auch herzlich dazu einladen. Genau. Und zum Schluss, es geht leider nicht ohne Swag heute anscheinend. Ich habe auch noch ein bisschen ein Open Swag mitgenommen, so Open Knowledge, Open Science Sticker. Nehmt euch einfach ein paar mit. Okay, danke, ciao.